willkommen, liebe Fliegerkameraden, hier bei Modellpilot EU. Wir sind hier am Stand von Tomahawk Design. Tomahawk Design. Neben mir steht Thomas Höchsmann. Und ihr wisst ja von unserem erfolgreichen Testbericht hier mit der Viper Jet. Habt ihr einen Riesenwurf gemacht. Vor allen Dingen, ihr habt ja auch die großen Viper Jets gemacht. Und jetzt erzählt mal ein bisschen über die Neuheiten, die wir jetzt hier auf der JetPower sehen. Ja, wir haben dieses Jahr eigentlich verschiedene Neuheiten zur JetPower mitgebracht. Alle noch relativ frisch, hier und jung von Flug, die meisten letzte Woche gemacht. Zum einen ist entstanden eine Aufrüstung von unserer normalen Hawk, von MK66 zu der Hawk 100, wo wir alles Zubehör dazu liefern können, wie Waffenträger, spezielle Radarputzen und Sensorputzen, die es im Original auch gibt. Dann haben wir gemacht eine große neue F5, die seit letzter Woche einen Erstflug absolviert hat. Mit der Firma Paritech zusammen haben wir eine große Viper gemacht, im Maßstab 1 zu 2,8. Da liegen wir mit der großen Spannweite bei knapp 3,50 Meter. Die wir auch in der Messe dabei haben zum Vorfliegen. Und dann noch so als kleine Weltneuheit haben wir im Sportjet-Bereich was oben drauf gesetzt. Da haben wir einen Sportjet gebaut, wo oben noch ein Flügel mit drauf kam. Ja. Sprich, wir haben einen Doppeldecker gemacht. Ja. Den seht ihr auch gleich im Film im Anschluss des Interviews. Und was kann man denn sonst noch erzählen, was wir so haben in diesem Jahr? Schönes Wetter an der JetPower, wie jedes Jahr. Ja, das hat der Mini wohl gebucht. Ja, was können wir zu den Modellen noch sagen? Also prinzipiell sind die Modelle komplett in den Voll-GFK. Bei den Originalnachbauten wie F5, Viper und Hawk 100 sind Nieten, Blechdeckel, Schrauben, alles drauf wie im Original. Ja, das Zubehör zu den Bausätzen ist soweit auch alles lieferbar, auf die Komponenten abgestimmt wie Fahrer und Schubrohr, Tank. Bei der Futura können wir zum Beispiel auch einen Schubvektorrohr liefern. Sehr gut. Hast so eine 3D-Vektorsteuerung, ja. Hoch, tief, links, rechts. Ja, bei der kleinen Futura gibt es mittlerweile Winglets und Tipptanks zum Liefern. Ja, und ich denke, das war eigentlich so ein großer Überblick. Das ist aber schön, dass man in diesem Jahr so alles schon wieder Neues hört. Also wir gehen mal jetzt hier zu der Neuheit drüber. Das ist dieser B-Plane, der Doppeldeck. Was hier über die Quantum? Wie ist sie ausgerüstet? Also die Quantum haben wir drin von Reichen Hammer, das 180er Freeboard. Das haben wir eigentlich genommen, weil wir es daheim noch auf die Schnelle verfügbar hatten und wir auf den letzten Drücker eigentlich mit dem Flieger fertig geworden sind. Normalerweise würde zum Fliegen problemlos ein 120er Freeboard ausreichen. Okay. Der ist ja gestern eigentlich abgeschossen, wie wir das gesehen haben. Und wie ist der aufgebaut? Ist das ein Voll-GFK-Maschine? Das ist ein Voll-GFK-Bausatz. Oberer Rücken und Flügel sind beide geteilt. Also vom Transport her ist der Rücken relativ angenehm. Höhenleiter und Seitenleiter ist auch annehmbar. Die Kabinenhaube ist geteilt. Das heißt, man kann die vordere Haube abnehmen. Die hintere Haube bleibt drauf, mit dem oberen Flügel dran. Sie hat auch Landeklappen, sehe ich. Ja, da waren wir am Anfang uns nicht genau sicher, ob aufgrund des hohen Widerstands Landeklappen notwendig sind, weil der obere Flügel ja doch deutlich mitbremst. Aber hat sich jetzt beim Fliegen eigentlich als sehr gut herausgestellt, dass es eigentlich doch sinnvoll ist, Klappen einzubauen. Ja, lieber Fliegerkameraden, jetzt haben wir gerade mal den Einblick in die Quantum bekommen. Und lieber Thomas Höchsmann von Tomahawk Design, recht herzlichen Dank, dass wir hier sein durften. Danke, jederzeit gerne. Ja. Und Modellfliegen ist Spitze. Bis dann. Ciao.